Du machst das super. Wahnsinnig super. Die Mücken. Mann, das ist nett. Nope. Jetzt warte doch mal, ey. Wirklich? Was denn? Ich will nur wissen, wie es steht. Mehr will ich gar nicht. Mehr willst du nicht? So generell im Leben? Du hast mich mal wieder durchschaut, Hannah. Sag mal, geht's noch? Oh, jetzt weiß ich, glaube ich, was du vorhast. Du und ich. Ja. Wir beide. Ja. Nehmen heute Pilze. Nee, ich mag Pilze einfach grundsätzlich nicht. Kannst du mal meine Mutter fragen. Die sind so schleimig und glibberig. Shrooms sind nicht schleimig. Vertrau mir, das wird super. Ja. Danach bist du nicht mehr derselbe. Ach so, weil ich jetzt gerade so kacke bin, oder wie? Das habe ich natürlich genau so gemeint. Boah. Nee, oder? Scheiße. Das kannst du laut sagen. Brauchst du noch lange? Ich habe echt Hunger. Hey, noch nicht. Sag mal, sollen wir ihn nicht einfach fragen, ob er uns Feuer gibt? Dann geht's schneller. Witzig. Ich gehe mal trockenes Holz holen. Ja. Und vergiss nicht zu spülen.
Ich habe gerade was total Krasses erlebt. Ich. Psst! Ist gerade 11 Meter für Deutschland. Hanna, hi. Krempel, Georg. Darf ich mich setzen? Nein, der ist besetzt. Ach so. Ist hier noch jemand? Jetzt. Jakob, kann ich ganz kurz mit dir reden? Gleich, ja. 5 Minuten ist Halbzeit. Was ist denn los? Wir sind gleich wieder da. Was soll ich das? Jetzt lass los! Hanna, was machst du da? Ich versuche rauszufinden, wie viele Kekse ihr gefressen habt. Meine Güte, seit wann teilen wir denn keine Kekse? Nein. Doch. Da waren die Pilze dran. Mann, bist du schnell. Also es fehlen 6 Stück. Habt ihr die alle gegessen? Nee, die haben wir als Grillanzünder benutzt. Frag doch nicht so blöd, natürlich haben wir die gegessen. Fuck! Fuck, 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 fuck. Hanna? Ich muss es ihm sagen, oder? Was passiert jetzt mit mir? Nicht, dass der was am Herzen hat oder wer weiß was sonst noch. Jeder reagiert da ja anders drauf. Hanna! Hanna, warte! Meine Füße kribbeln. Keine Angst, das wird gut. Bestimmt. Die nächsten 3 bis 8 Stunden werden auf jeden Fall interessant. Wie viel? Hanna! Wo bist du denn? Er ist weg. 3 bis 8 Stunden? Herr Krempel! Herr Krempel! Herr Krempel! Also es sind jetzt 3 Stunden vergangen und ich spüre überhaupt nichts. Sag mal, kann es sein, dass ich immun dagegen bin? Davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. So weich. Herr Krempel! Hast du das gerade auch gehört? Was? Das Geräusch gerade eben. Oh. Was denn? Das ist ganz normal. Ne? Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Georg. Der war hier. Georg! Meine Güte, was ist denn mit deinem Magen los? Das war ich gar nicht. Hanna, ich war das nicht. Nasen sind echt komisch, ne? Ich meine, was sind das für Dinger? Das kann
vom Lager. Bleib sitzen, bitte. Sicher? Sicher. Es ist nur merkwürdig für mich, jemand anderen als Anja auf dem Stuhl zu sehen. Wer ist denn Anja? Au! Anja ist meine Frau. Wir kommen jeden Sommer hierher. Ach, sie ist auch hier? Au! Warum tust du mir nur immer weh? Sie sind ihr wirklich sehr ähnlich. Ignorieren Sie ihn einfach. Ich komme immer noch hierher, trotzdem. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist ein Ritual. Sie ist tot? Ach, ich gehe. Komm mal hier. Tut mir leid. Wegen ihrer Frau. Und das mit dem Zelt, ist das auch Teil vom Ritual? Ach, das war eine Premiere. Das war überhaupt so ein merkwürdiger Trip diesmal. Es ist alles so echt, als ob sie wirklich hier wäre. Ich höre sogar ihre Stimme, wie sie mich ruft. Georg! Georg! Naja, und das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich alles um mich herum zerstören wollte. Das schöne Zelt. Unser Zelt. Manchmal muss man ein Zelt zerstören, um ein neues aufzubauen. Es ist Schlafenszeit. Jakob. Nacht, Anja. Ich pack's dann auch mal. Ist was? Was denn? Egal. Bye.